Ja, ihr Lieben, herzlichen Gruß aus Berlin. Und zwar vom Aufzug, der gleich starten soll oder eigentlich hätte längst starten sollen. Und die ersten Abstrusitäten haben wir schon gerade wahrnehmen können. Und zwar ist tatsächlich verboten, gegen das Verbot des Kompaktmagazins zu demonstrieren. Weil das bedeuten würde, dass man es erwähnt. Und man dürfe es nicht erwähnen, heißt es in den Auflagen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir kamen an das Aufzugsgelände und da habe ich einen befreundeten Rechtsanwalt getroffen, den lieben Tobias. Und der hat mir das gleich gesagt und dann haben wir den Zug des Namens, den haben wir dann einfach zugeklebt. Und jetzt dürfen wir also mit diesem Schild auch laufen. Ist das nicht Wahnsinn? Also im Landesgrundgesetz darfst du nicht dagegen demonstrieren, wenn irgendetwas verboten wird. Dann darfst du das, was verboten wurde, nicht mehr erwähnen. Wo sind wir gelandet?